Und damit herzlich willkommen zum 11. Spieltag. Jawohl, es ist soweit. Wir freuen uns hart drauf. Rudi und Pekingende sind unsere Gegner und eine Person, die ich sehr, sehr mag, ist an meiner Seite. Hallo Skalani. Hallo. Hallo, wie geht es dir, mein Freund? Super duper gut. Ja, heute steht alles in Zeichen der Freundschaft. Ich wollte Skalani meine Freundschaft lieber erklären. Hallo Skalani, ich bin dein Freund. Willst du mein Freund sein? Ausnahmsweise. Okay, cool. Mach das erste Pokémon bitte. Ja, jetzt hast du mich richtig auf dem falschen Fuß Ah, ich habe erwischt. dir die Dinge jetzt gar nicht gezeigt, wa? Ah, Maskito ist auf jeden Fall das erste. Das zeige ich dir schon mal. Okay, das kann ich aus dem Kopf. Also Mosquito hat die Leftovers, Oder? spielt Da hast du Protzer, spielt Ice Heap und spielt Ableit Heap Und Ruheort. und Ruhrort, genau. Genau. Ja, Überreste. Hast du gesagt? Soll eigentlich der Nano-Check sein? Ausnahme Power Herb fliegen. Ja, das könnte kommen, nobody knows. Mosquito haben wir letzte Woche nicht mitgehabt. Hätten wir den mitgehabt, wäre es ein bisschen anders gelaufen. Nach dem 6-0 sich wieder ein bisschen aufzurappeln. Und dennoch gegen, ja, eigentlich gute Spieler. Schwierig, sagen wir mal so. Guti, Pokémon Nummer 2 ist Brockolos. Er ist das erste Mal bei ja, das Item, dass der Sand länger draußen bleibt, der Glattstein oder, ne, war das so, Glattstein? Glattbrocken, glaube ich. Glattbrocken. Toxin, Body Burst, Tarnsteine, Eisenabwehr. Physisch defensiv. Ich hätte gern noch eine Explosion drauf gehabt. Aber das wurde mir nicht gegönnt. So ist das leider. Wenn man einen T-Button hat, bespricht man sich mit ihm. Und haben wir uns dagegen entschieden. Pokémon Nummer 3. Ja, Lecragon. Feuersturm für Scherox, Schockschnabel, Hochspannung, weil wir das Electric Terrain haben und wir spielen den Draco noch als Midground. Soll, wenn es geht, im Sand richtig böllern. Wir haben das Jetpack noch dabei für den Draco, mit dem rauskommen. Ja, mal gucken. Mal gucken, was und ob es passiert. Punkt Nummer 4, Kaporiki, Kadai, Kehrtwende, Ladungsstoß, Zauberschein, Kraftreserve, Eis. Weil da gibt es so ein Lendo, dem wird man gerne Eispower ins Gesicht hauen. Ja, mal gucken, ob das Und so Pelosand auch. Pelusent auch, ja, wenn der mitkommen sollte. Ist ganz gut. Ja, unser schnellstes Mount generell hat die Heavy Duty Boots. Und ja, dafür dann halt da, dass er halt wirklich rauswendet und das Elektrofeld raus hat und Elektra auch noch richtig gut in Szene setzt. Pokémon Nummer 5, I guess. Schwalbos hat Qualbar. auch die Boots. Wir spielen Kehrtwende, Hitzewelle, Überschallknall, Kraftschub. Kraftschub wieder, ja. Glaube, also Relaxo ist ein kleines Problem, aber wenn der nicht dabei ist oder der tot sein sollte, dann sieht der jetzt lecker aus eigentlich. So wie so oft, ne? Obwohl wir den sehr selten dabei hatten, hat der gut Bock gemacht. Kann man schon Ja. sagen. Schwalbe ist eins Mal, was mich auf jeden Fall überrascht hat in der kurzen Zeit, wo wir es gespielt haben. Poké Nummer 6. Agostella, Beulenhelm, ja, Genesung, Matschbaum, Siedewasser, Dunkelnebel. Da gibt es Mons, die wollen sich aufsetzen. Kaldeo zum Beispiel. Deswegen wollen wir nicht. Wollen wir einfach nicht. Deswegen einfach mal dieses Dunkelnebel-Dingszeug rausgeholt. Ansonsten müssen wir gucken, dass wir den gut in Szene setzen. Toxin wäre nice gewesen, aber da kann immer irgendwie Xerox reinkommen, obwohl der kein Burn fressen will. Man weiß es nicht so genau, ne? Denn der Kader von Rudi und Jeremy, nicht TJ, die haben ein bisschen was geswitcht, ne? Demetros TMS sowie Mega Xerox, Suzazar, Keldeo, Relaxo im A, Akani, Klaviyo, Viscogon im B, Aquanaut, Kolossal, Sneeble im C und Belectro, der Hund, der nur, ne, nach der kam am 9. Spieltag auch nochmal mit, fast nur gegen uns dabei war, hat nichts gerissen und glaubt, er wird auch heute keine Anerkennung finden. Genau, deswegen, wir gehen jetzt rein gleich, es wird bestimmt Spaß machen und ja, bis gleich. Und damit geht es los. Wir haben Spaß, Galani. Jawohl. Lando, Aquana. Scherox, Keldeo. Keldeo. Ich schreibe übrigens kein Good Luck erfahren. Ja, das ist okay. Müssen wir ja nicht. Jeremy, good luck, have fun. Und Rudi ist mir relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Lando T. Xerox Mega. Ah, Svelo sieht gut aus. Akani, das sieht gut aus. Svelo, weil Relaxo nicht dabei ist. Oh, cool. Das sieht wirklich gut aus. Lass uns mal Kolossand. mit Kogo Kolossand spielen. heißt wie auf Deutsch? Pelosand. Also ne, Kolossand heißt auf Deutsch Ach Kolossand, auf so, Englisch ja, Pelosand. Kolossand. Na, dann passt es ja. Cool, jo, mit was wollen wir starten? Sky, da ist es jetzt so eine Sache. Ne? Also da müssen wir jetzt schon hier Sieg holen. Den hätte ich jetzt gern, glaube ich, nach dem, was Irgendwas jetzt. mit Momentum. Ja, nichts gegen Swallow. Swallow ist schnell. Weiß nicht. Ich glaube, es kommt Lando im Lied. Ja, glaube ich auch.
Dann wäre so ein Cave Sid gar nicht mal so schlecht. Einfach mal so ein Scald ins Gesicht. Haze haben wir, falls ich es aufsetzen Nee. möchte. Ja, aber der, wenn der eben drückt, macht das gut, Damage. Ja, dann was willst du dann haben? Erzähl. Der drückt gegen unser halbes Team Erdbeben. Tapu Koko braucht, für Tapu Koko braucht er ein bisschen Chip. Nein, Mit Timer. nicht. Natürlich nicht. Gut, Ich nein, schreibe. ich schreibe. So, haben wir das auch geklärt. Also ich muss auch sagen, es gibt Menschen, die gehen mir hart auf den Sack und herzlich willkommen, Rudi, du bist einer davon. Ja, wir sprechen uns ab, Rudi, deswegen. Also Sky, was wollen wir machen? Das ist mit Kokolin. Coco, und der kann da auch Erdbeben drücken. Ja, wir haben U-Turn. Ah, sag ich doch. Also der Lead war klar. Man muss ja weg, 22:15. Brocco, der wird durchziehen. Der wollte es nur verschoben haben, gehe ich von aus. Ist doch einfach so. Er will einfach nur, dass. Er fühlt sich ja benachteiligt. Aber deswegen will er einfach nur seinen Kopf durchgesetzt bekommen. Wie ein Kleinkind. Tut mir leid. Also, ich glaube, dieses Spiel wird halt mehr davon liegen, dass einer den anderen hart jetzt aufs Maul gibt und dann ist gut. So wie es sich normalerweise nicht gehört. U-Turn. U-Turn. Jetzt überlegen wir eine halbe Stunde, was wir Ganz reinbringen. Gas, Coco. Ja, wir gehen im Bass wohl. Busroll. Erdbeben. Genau. So, Arcani kann kommen. Ist halt auch so ein. Willst du einfach so rausgehen? Können auch einfach mal einen Drain Punch abfeuern. Macht ein Könnte Drain. der Geist reinkommen? Okay, aber wenn wir jetzt Ice Punch drücken und der Geist reinkommt, ist auch nicht gut. Aquana ist halt ganz gut. Können noch Bulk uppen, aber das hilft uns, glaube ich, nicht so viel. Wird schon fast doppeln, aber ich gehe da, Naja, wie du aber wo möchtest. rein? Wo willst du rein dabbeln? Naja, wenn jetzt einfach ein U-Turn kommt, ist Caporigi wieder ganz okay. Aber ich bin da bei dir. Ich bin, glaube ich, ein bisschen mehr aufgeregt als du jetzt in den Kampf. Deswegen triffst du bitte mehr die Entscheidungen bis jetzt, bis ich mich wieder. Es kommt Safer Kani rein, das glaube ich auch. Ja. Ah, vor Kani habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Angst. Kann halt ein Teleporter Kani sein. Dann kriegt der Momentum, wenn wir rausgehen. Drück einfach Drain Punch. Okay. Ja, halt Fliegen. fliegen. Habe ich dir nicht gesagt, Power fliegen? Ja, hast du gesagt. Ah, ich habe schon keinen Bock mehr, ey. So, jetzt machen wir es wirklich. Also, tut uns leid, aber das zieht sich jetzt ein bisschen in die Länge, weil, ja, wir hätten einfach rausgehen sollen, wie ich es gesagt habe. Aber ist okay. Ah, Swallow sieht immer noch gut aus. Oder sollte man sich jetzt anstiften lassen von einem Kleinkind, sich wie ein Kleinkind zu verhalten? Ach, ich weiß nicht, ey. Schwierig. Powerhub fliegen, ja, wir haben drüber geredet. Ist auch wieder ein paar Tage her, wo wir das Team gebildet haben. Oh jo. Genau. Was willst du machen, Sky? Ah, jetzt haben wir halt ein Problem. Ja, den hatten wir aber schon vorher gehabt. Jetzt können wir eigentlich in Ricky gehen und Hidden Power drücken, oder nicht? Wie viel macht er denn Hidden Power gegen Ricky? Gegen Das den? reicht noch nicht. Reicht noch nicht. Wobei der eher offensiv ist, ne? Dann könnte das schon reichen. Kannst du bitte schreiben, dass du es geschrieben hast? Weil wir haben ein Ding zusammen. Ihr könnt auch meinen, dass ich diesmal bin. Wäre gut, wenn du noch Skylani hinterschreibst. Nein, wir müssen uns überlegen, weil wir haben sind leicht am Pressuren gerade, weil ihr einen richtig guten Play gemacht habt, Rudi. Das war richtig cool und das haben wir nicht predicted. Nein. So, Sky, was machen wir? Hidden Power. Hey, die geht jetzt was safe raus. Lando. Ist ja noch ein Gesteinsmove dabei.
ein Power killt halt nicht, ne? Lass mal in Swallow gehen. Ich glaube nicht, dass er noch einen Gesteinsruf dabei hat. Swallow. Er hat bestimmt eine U-Turn dabei. Einfach Boombursten? Einfach Boombursten? Ja. Okay. Überlegen wir nicht lange, drücken wir gleich. Oder drücken wir Workup. Nee, nee, ich lass mal erstmal Schaden auszahlen. Das haben wir eben auch gedacht, ne? Ein Tod. Ja, dann ist es halt so. Dann geht der Kampf halt nur 5 Runden. Dann kann sich ja der Rudi sowas von den Ass abfreuen, das freut mich doch. Also, so ein Untermensch. Was passiert denn bei dir im Hintergrund gerade? Das würde mich auch gerne interessieren. Weiß ich nicht, kann ich nicht sehen, sitzt in der Ecke. Ach so. Soll leise sein, ne? Dein Vibe da. Hast du Boombus gedrückt? Ich habe Boombus gedrückt bis jetzt, ja. Ja, soll ich jetzt auch schreiben, drückt? Bleib drinnen. Smackdown. Smackdown. Ja, ist okay. Wir sind schneller, er muss raus. Also U-Turn wir. Schade, dass man nicht wie bei Valorant einfach den generischen Chat ausschalten kann. Ich würde den Kampf am liebsten in diesem Moment hier abbrechen. Nee, nee, lass. Der fühlt sich da eh wieder geilster. Vollkommen fein. Ja, sein Play ist Xerox into Bullet Punch. Weil er wahrscheinlich jetzt immer killt. Ja. Ja, dann müssen wir predicten. Ja. Dann müssen wir. Müssen er geht raus, der ist gut gegen unser ganzes Team. Drück mal Heatwave. Und drück mal Heatwave. Ach, schade. Vorher, mit Pro, Play. Okay. Ja, Crit, gut. Jawohl. Toxin wird kommen oder Scald oder halt Teleport oder geht raus. Ich bin für Toxapex. Ja, wir können es durch. Er wird wahrscheinlich einfach wischen. Oder überall, wenn er drin Whirlpool. Whirlpool preppen will er. Okay. Glaube ich, okay. Was Sludge Bomb drücken oder? Alter, echt. Einfach nicht reden, einfach nicht gucken. Was willst du drücken? Ja, Sludge Bomb. Kann halt Xerox reinkommen, ne? Einmal Scolden? Ja, du brauchst Absorb. Ja, ja, ich weiß das ja selber, aber so halt, weil er gewinnt ich halt nicht viel. Xerox ist, glaube ich, nicht das Problem. Okay. Ich glaube nämlich, dass sie rausgehen. Ich dachte, da kommt einfach ein Wish. Um wieder. Synchro? Okay, das sagt mir wieder gar nichts. Tut mir leid. Besserer Spieler. Was ist das? Weiß ich nicht, kenne ich auch nicht. Habe ich noch nie gesehen. Okay, dann gucke ich mal kurz weiter. Ich muss auch erstmal googeln. Wird ein 6-0, meine Freunde. Da haben wir Spaß. Synchro-Lärm. Das ist Psycho-Attacke. Gut vorbereitet, was muss man sagen. Alles gut, da habe ich auch nie mit angesprochen. Das sagt ja auch niemand, dass er schlecht ist, aber sein Verhalten ist halt einfach schlecht. Ja, sein Verhalten ist wirklich unterirdisch. Deswegen, wäre wieder Rigi der Play. Der macht am meisten Pressure jetzt so. Und Dazzling Gleam wahrscheinlich einfach. Ich weiß gar nicht, dass er das kann. Kadai? Also Rigi? Ja, ist okay. Und einfach Dazzling oder was? Es kann auch einfach Xerox wieder reinkommen. Oh. Ah, man kann auch sagen, er hat es auch gut getimt, ne? Also wenn er mir eine gute dreiviertel halbe Stunde vorher schreibt, was ich für ein Untermensch bin und alles gegen sein Team mache, an Drafts und so, hat er auf jeden Fall mich gut beeinflusst, was im Kopf zumindest abgeht. Das ist ein starker Mensch auf jeden Fall. 6-0 ist natürlich, wollen wir den natürlich nicht geben. Es sieht aber danach aus, Galani. Und wir hätten ruhig mal Ruheort auf diesen toben Vogel haben können. Ah. U-Turn. Hätte ich nicht gedrückt. Okay. Was denn sonst? Weiß nicht. HPI ist ja Dazzling. Dazzling. Swallow. Ja. Jetzt drücken wir Boomburst. Boomburst. Macht wahrscheinlich auch nicht viel gegen Arcorner. Oh, er schmeißt ihn ab. Ja, kein 6-0. Ist das schon mal gut. Besser als der letzte Woche. Aufsetzen könnte sich jetzt. Ich spiele auch alleine, kannst du mir nicht erzählen. Jeremy ist doch nicht da. Der Jeremy ist zumindest jetzt gerade ein paar Runden später gejoint, stand hier. Hier in Turn 6, kannst du sagen. Ah, da, ja. Ja, natürlich spielt er alleine, hat ja nicht umsonst seinen eigenen Account. Da wird Jeremy nicht beitreten dürfen. Oder zumindest darf er jetzt mit ihm reden. Weil er ihm dann doch irgendwann mal würdig ist.
Ja, jetzt kommt Bullet Punch. Ja, ich überlege gerade, ob wir könnten jetzt halt jetzt. Was hält denn Elektragon so auf? Der Geist noch. Stimmt, ja. Ja, Bullet Punch ist halt generell gut gegen uns. Ist halt die Frage. Aber wir könnten jetzt reintischen, ist ja eh vorbei. Also wir sehen es aber, dass wir schon verloren haben. Deswegen ist eigentlich, dass wir in Brokkolos gehen, eigentlich der Play, oder nicht? Sky? Ja, wenn es eine offensive Sherox ist, Two-Shot in Bullet Punch und halt, ne? Ja, aber du siehst ja, also du wirfst halt entweder Swallow ab oder du wirfst Brokkolos ab. Und nachdem du Swallow abgeworfen hast, musst du halt noch was anderes abwerfen. Weil der Bullet Punch ist halt gegen Ricky gut, gegen Brokkolos gut und Swallow nimmt er auch raus, also. Deswegen. Ja, geh rein in den. In Brokkolos? Ja. Okay, gut. Sandsturm. Mega Bullet Punch. Ey, noch nicht mal. Ist nicht mal die. Ui, das ist gut. Stell mal vor. Toxin wäre geil. Ja, auf Sherox. Ja, ich weiß genau, dass. Er drückt einfach nochmal Bullet Punch. Wir machen dem mal nichts. Ja, kannst du die Steine legen? Body Press. Was willst du haben? Sky? Ich glaube, für den potenziellen Sweep sind die Steine besser. Okay. Sandtomp. Dann gucken wir sogar noch ihn raus. Trappen. Das Set haben wir auch schon mal die Psychos gespielt. Das ist gar nicht so cool. Body Pass, ne? Mhm. U-Turn. Okay. Mhm, kriegen okay. Wir Momentum, ist okay. Kommt. Fellow Sand. Ja, um hauptmöglich. Ausdauern. Was macht denn Hidden Power Ice gegen den? Bei den, wir brauchen rein theoretisch sowieso jetzt wieder Selecto Terrain, dass er noch mehr Schaden. Wir haben noch Bolt Peak. Palo. Palo Sand. Nicht so viel. 42. Vor allen Dingen im Sand nicht. Ja, im Sand aber nicht. Und ändert nichts am Sand. Lass doch in Swallow gehen und Boombursten. Geht einfach wieder. Dann hat der auch Chip. Geht auch ein Ricky. Okay. Boombust? Ja. Ich hätte jetzt gerne Ruheort gehabt, glaube ich. Das wäre gar nicht so bad gewesen. Also Reintisch kann das jetzt abwerfen oder Schaden fressen lassen und danach kommt einfach wieder Sherox rein. Und die Frage ist, was kann der gegen uns, wenn er Rocks, Earth Power. Shadow Ball hat, dann kann er uns gar nicht so viel. Show up, okay. Er will den Sand auszauern. Ja, genau. Dann können wir Work upen. Ja, einmal Work upen können wir, glaube ich. Können wir auch. Der Boom ist so wenig. Weil der Sand aus. Sehr speziell defensiv. I don't know. Aber der Sand ist halt ein Problem. Er ist bald weg. Ja, ich weiß. Weißt du halt nur noch, wie hoch wir verlieren. Ja, wahrscheinlich 5 Leute. Ja. Wahrscheinlich. Jetzt noch Ruheort, das wäre richtig geil. So, Boomburst. Oder willst du Heatwave predicten? Nö, ich glaube nicht. Wir sind ja dann. Wir lassen es mal Boomburst. Der Boomburst auf plus 1, ich schade auch schon. Ja, ich mach das gegen Vaporeon. Ja, ist okay. Jetzt kommt Sherox wieder rein. Nur Fino. Schwalboss, das Monster. Was wo? Jeremy. Ja, der Sand ist noch eine Runde draußen, also wir kommen danach eh nicht mehr an den Kolossand vorbei. Also müssen wir es jetzt eigentlich abwerfen, ne? Ja, lass uns mal abwerfen. Glaube ich. Ja, ist okay. Ist okay. Gehen wir in den? In den ist Dracozolt. Ja, Dracozolt, ja. Und Draco einfach, oder was? Ich mal gucken.
Draco macht nimmt den da noch raus und dann. Alter, wie viel Platz ist der komplett voll? Der. Ja. Ja. Also wir machen 88. Wie machen wir. Ja, der ist ein bisschen der speziell sind defensiv. Lieben, Der ist Power speziell defensiver. ja. Ein bisschen speziell defensiver. Ja, Das da kommen wir nicht werden vorbei, wir nicht leider. killen. Was machen wir Der dann? Power killt wahrscheinlich. Ich würde bald. Einfach Fireblast zuerst Fire drücken? blasten, ja. Ja, glaube ich auch, ist besser. Ja, dann lass Fireblast drücken. Kaidu, wow. Alter. Stark gemacht. Also, der Scarf? Wahrscheinlich. Aber wir sind jetzt eh langsamer als der. Ja, wir können trotzdem. Obwohl, wegen hilft uns jetzt auch nicht so viel. Weil der ist ja. Falls er sich auf. Überreste, der Das könnte. könnte kommen. Draco. Ja, hat er Überreste? Ja. Ja, lass uns lieber. Bullwig macht mehr Schaden. Aber wir sind langsam jetzt, ja. Ist egal, man trotzdem mit dem Okay. Match. Wir können auch Rising Voltage Jetzt ist drücken. es spät. Alles Crit. klar. Für mich. Bitte sehr. Ja, jetzt muss er in Pedal Sand gehen. Ist ja so. Kann eigentlich Free Earth Powern. Ja, und wir drücken Draco. Oh Gott, ihr gewinnt doch sowieso. Du hast Cherox, Digga. Wie viel macht dann Draco gegen den? Ja, ist aber schneller. Da kann ich schneller. Wird wahrscheinlich jetzt. Oh, wobei, der kann uns nicht so viel. Also für mich sieht es eher Draco wie die macht. Defensive aus. Drei Defensiv? Vier Defensiv? Ach, okay, nein. Ah, wir wechseln raus. Ja, wir wechseln Kuckuck, raus, kommt rein. Wenn wir schneller sind. Ne, wir sind rausgewechselt durch den Jackpack, weil Ach wir so, auf ja, S1 gegangen sind. dann Ricky. Ricky kommt jetzt rein. Jetzt haben wir Momentum gekriegt dadurch. Und es wäre Hidden Power Fire auf Ricky natürlich. Nein. Discharge, Hidden Power Ice. Ist halt die Frage. Also ich glaube, wenn wir probieren wollen, noch zu gewinnen, dann müssen wir jetzt den Palossand catchen mit HP Ice. Okay, dann machen wir das, ja? Hm. Okay. Schade. Okay, schon wir nicht. Flammenblitz. Ja. Okay, ja, Ja, dann. jetzt können wir Discharge. Desing, reicht Desing lieben nicht auch? Nee, wa? Nee, das resistet Okay, er. das hat weg damit. Ja, wir kommen am Palossand nicht mehr vorbei. Aber es ist schön, nicht hoch zu verlieren gegen einen Jetzt kommt Menschen. Cherox zurück. Bullet Punch. Ja, kann er ja. Ja. Und wir müssen halt Fire Blast drücken. Und danach ein Draco und dann. Ja. Das Problem ist, dass wir jetzt den Jackpack nicht mehr haben. Und wir dann. Er drückt halt einfach auf unseren Draco Show ab. Und dann ist er wieder voll und alles ist gut. Dann drücken wir nur Fire, vielleicht kriegt er. Kann er nicht Burn oder so? I don't know. Ja, hilft uns ja nichts. Wenn er das clever spielt, drückt er einfach dann Show ab und gut ist. Jetzt drücken wir erstmal Discharge. Er drückt eh Bullet Punch, das ist egal. Ja, und jetzt. Dam, da, dam, da. Er ist halt auf 100%, das ist halt scheiße. Ja, das ist halt Fire Blast. Wenn er clever ist, drückt er uns noch einen rein. Wobei, wenn er auf Ergebnis spielen will, weiß ich nicht, ob wir es brauchen. Doch, braucht er. Also sie müssen, ja gut, die müssen eher gegen Party the Donut am letzten Spieltag gewinnen. Fire Blast. Ja. Schön. Finde ich gut. Ja, wir verlieren zwar leider, aber... 1-0, aber ist okay. Draco. Ist nicht einfach erstmal Fire Blast der Play, weil es... Nee, wird nein, eh er drückt jetzt, er drückt auf Power, genau. Vielleicht kriegen wir einen Crit. Er hat sich schon sehr gut gepreppt. Der Power Fliegen habe ich gesehen. Ja. Ist aber auch ein sehr nischiges Set. Ja, aber hat ja Work gemacht. Ja, das Aquana Set ist absolut strong. Das habe ich auch bis jetzt noch nicht durchgedrückt. Synchronen Size. Kaelio habe ich nicht verstanden. Draco könnte killen. Mit Crit. Also mit Crit? Ja, mit Crit könnte killen. Schade. Schade, meine Freunde. Manchmal werden halt Menschen bestraft, GG Eats, ja. Das klippe ich mir gerne mal. Untermensch. Das kommt auf jeden Fall auf den Discord. Gut, wir haben es gelernt. Menschen, die leider schlechte Menschen sind, im Kopf und generell mit
der Kommunikation, gewinne auch Matches. Leider. Damit haben wir 1-0 verloren. Damit bin ich eigentlich zufrieden. Ich glaube, ich hätte viel schlimmer ausgehen können. Von daher, ja, Sky. Nächste Woche sehen wir es nochmal wieder. Ich glaube, es wird nicht annähernd so schwierig gegen Sato und Tired. Das sind nämlich, so wie ich es bis jetzt mitbekommen habe, nette Menschen, einfach normale Menschen und nicht so ein Rudi. Ich bin raus. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.